zurück zu Gothic 2. Die Nacht des Knaben. Ah, was für ein Knabe. Lol. So, und... okay. So, wir waren stehen geblieben beim Zermoschen der ganzen Viecher hier im Sumpf. Geh weg, Junge. Sehr schön. So. Da war irgendwo ein Golem, dem sollte ich nicht zu nahe kommen. Dunkelpilz. Das sieht schon sehr gut aus. So, weg mit dir. Und du kriegst auch jetzt aus. Alter, da blitzt wieder die Scheiße. Ich glaube, das fiel mal an. Hey, komm mal her, Junge. Ja. Hier geht wieder die Scheiße hart. Junge, lass mein Goblin in Ruhe. Ich hab keinen Bock auf, Alter, jetzt ist ja da oben. Oh. Hallo, wehrt euch doch mal! Was ist los mit denen? Warum wehren die sich nicht? Holy Macaroni! Mehr, Junge. Dich mach ich so. So, rechts und links. Rechts und links. Rechts, links. Rechts, links. Ich habe übrigens noch nicht die Banditenrüstung an, weil ich sehe, dass wir hier auf leichtem Widerstand treffen. Oh shit. So. Alter, ich speichere mal. Ich muss noch Mana dran nehmen, das ist bitter. Aber hier geht auf jeden Fall einiges. Einiges! Warte, vielleicht kann ich hier einfach mit der Eislanze ein bisschen weitermachen. Ist ja auch scheißegal. Hey, du! Hallo! Lexvieh. Auch weg. Aber das Ding mache ich so. Komm mal her, Kollege. Alter, wie können diese kleinen, fetten, hässlichen Scheißviecher überhaupt sich in der Luft halten, ey? Komm her! Alter, du bist so widerlich, Alter. Ich will nicht deine Mutter kennenlernen. Bah! Ekelhaft. Ist das eigentlich giftig, wenn die sterben? Alter, wie laut ist hier? Nicht zu holen. So, wo ist der Golem? Da hinten ist die Techno-Ratte gestorben. Der Golem ist... Oh Gott. Lol, die lebt noch, die Techno-Ratte. Alter, ich ist geslowt. Weil das Sumpf ist. Opfer. So. Alter, hier geht auf jeden Fall einiges im Dschungel. Sumpf. Er ist ja irgendwie auch Dschungel. Erinnert mich ein bisschen an die Kiffer aus Gothic 1. So, wo war der Golem? Sumpfgolem dahin. Alter Vater. Ich weiß, wie stark der ist. Schaffe ich den? Was ist denn gegen Sumpfgut? Quasi, so als Element. Weil Golems sind ja, haben ja eigentlich immer ein Element. Der hat wahrscheinlich Erde oder falls so ein Element. Ich weiß gar nicht, wie das bei Gothic ist. Auf jeden Fall Feuer und Wasser und Eis. Beziehungsweise Wasser, Eis. So. Hier geht einiges. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall übelst das Wrack im Sumpf. Was ist hier? Das Sumpfkraut. Alter, wie laut die Grillen hier zirpen. Junge Mutter. Okay, da geht's auf jeden Fall ganz schön weiträumig. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Alter, hier gibt's so viel Pilze. Das ist ja der Hammer. Hier hinten links war noch eine Höhle. Und generell hier am Tümpel muss ich mal gucken, was da so gibt. Oh, Alter, Weidenbeeren. Krass. Der Shit. So, irgendwas Besonderes hier. Guck mal, da ist ein Buddlerfleisch. Alter, das wird so Kohle regnen, wenn ich mal wieder in Korinnes bin. Beziehungsweise in der Stadt. So, hier war noch eine Höhle. Höhle. Ich weiß gar nicht, wie es mit meinem Mana ist. Oh Gott. Mal gucken, wo das hinführt. Bin ich sehr gespannt. Hallo? Bestimmt wieder ein Schattenläufer und ich bin gleich instant tot. Ich speichere mal.
Sicher, sicher. Molerat. Gefährlich. Opfer. So, Junge, komm mal ran hier. Oh, da ist noch ein Kreuz. Zum Ausbruch. Komm her. Schön rechts, links. So, ist das geil. Bring nur 50 EP, ne? Das ist so ein Haufen Scheiße, ey. Beziehungsweise Fleisch. Butlerfleisch. Okay, da ist auf jeden Fall. Das irritiert mich. Überall auf diesem. In diesem Kackgebiet. Ja, generell. Nicht nur Sumpf hier, sondern die neue Welt. Gibt es diese Kreuze. So, wo man krassen Scheiß ausbuddelt. Aber wofür? Also. Klar, es ist so antik alles. Hier gibt es dann viel auszubuddeln, klar. Aber. Ich meine, der Sator hat für irgendwelche Reliquien. Ah, ich dachte. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja. Viel Scheiß drauf. Gut, dann gehen wir wieder raus. Nette Höhle. Gehen wir zum Banditen, wa? Folgen wir dem Weg. Erkunden können wir immer noch, wenn wir OP sind. Das ist klar. Ich weiß gar nicht, wie hier die Levelbegrenzung ist. Aber wir sind noch bei Level 18. Das ist nice. So. Nice, nice, nice. Der Typ war super, super heiß. Da ist der Sumpfgolem noch. Tja, ob ich den... Sicherheitshalber mal nicht. Man kann ja wiederkommen. So ist ja nicht. Oh, lol. Lol, hier ist ein... Hier ist ein Ring des Wasserfuzzi. Lance. Ah, den haben sie doch in den Sumpf geschickt. Erkennungszeichen des Ring des Wassers. Alles klar. Gut, dann haben wir das auch. Blaufleder. Der geilste Shit im Universum. Sexuell. Und das sieht nach Banditenlager aus. Wenn ich mich nicht... LOL. Ich wusste es. Die scheiß Viecher schon wieder, Alter. Diese ekligen Penisse, ey. So, dann den hier. Und den. Und... Den. So, ich bin jetzt Bandit, Leute. Arr. Ah, nee. Das war der Pirat. Guck mal, da ist schon einer. Ich speichere trotzdem mal. Sicher, sicher. Alter, wir spielen schon 26 Stunden. Geil. Das ist gar nicht so viel. Scheiße, noch ein neuer. Auch wegen des Goldes hier, was? Gold? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein bist, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Okay. Wo finde ich diesen Franco? Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Ich liebe die Charaktere in Gothic. Generell liebe ich Gothic. Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Ups. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden. Niemand wird uns finden. Und warum Außer sollte sich ich. Jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Ja, du machst auf jeden Fall deinen Job gut, ey. Wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Okay. Was gibt's Neues? Nee, im Moment gibt's nichts Neues. Ey, wie geil einfach nur, ey. So, Bandit. Alles klar. Gut. Oh Gott, was ist das? Ein Goblin? Lol. Okay. Wir gehen erstmal weiter. Die haben hier Hausgoblins. Das ist geil. Oder der stand einfach nur rum. Gut. Das ist auf jeden Fall, hier sieht's ja richtig gut aus. Oh, du machst Feldarbeit. Miguel. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Der alte Sack bei Viele Pflanzen haben Heilwirkung. Und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Lol. Woher bist du gekommen? Na, denselben Weg wie du, nehme ich an. Mit den Piraten, übers Meer. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Ja. Genau. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nicht viel.
Ich war selber noch nicht drin. Es Nur Ravens-Leute so waren ja. von Anfang an dabei. Alle anderen, die später kamen, so wie ich, müssen warten, bis neue Leute angefordert werden. Krass, es scheinen ganz schön viele zu sein, oder? Wann werden neue Leute angefordert? Na, wenn drin welche fehlen. Wenn sich ein Butler von einem Minecrawler fressen lässt, wird einer von uns reingelassen. Nice. Manchmal bringen sie sich auch gegenseitig um. Aber das ist in letzter Zeit besser geworden. Passiert. Raven hat den Zugang zur Mine irgendwie geregelt, sodass nicht alle gleichzeitig reinkommen. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. War ja noch nie drin. Okay. Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Mein Lehrmeister Ignaz hat eines Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. Es hat ihn zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Hm. Kannst du mir was beibringen? Na, keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Und solange ich nicht ins Lager komme, verdiene ich mir eben was mit meinen Kräutern. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst, ich habe noch welche dabei. Das ist geil. Ich habe fast Lass keine uns Tränke haben. Mehr. Muss ich mich mal eindecken hier. So. Oh. Warte mal. Nehmen wir die, wa? Volle Regeneration. Krass. So. Oh, Dietrich ist auch nice. Ja, gut. Alles klar, der ist zum Handeln da. So, jetzt gehen wir erstmal links abhaken. Hier ist ein Feldknöterich. Haben wir lange nicht mehr gesehen. So, was hier? Ohne Waldbeere, krass. Hier ist noch ein Bodlerfleisch, da hinten sind Fliegen. So, wo geht's hier hin? Oh Gott, Alter, wie viel Kraut hier wächst. Typisch Sumpf. Ist hier irgendwas Tolles? Jetzt sind hier auch noch Banditen, da ist auf jeden Fall ein Feuer. Oh ja. Es scheint ja so eine Art Umgebung zu sein. Voll mit Banditen. What the fuck, Alter. Heilwurzel. Guck mal, da geht's rein. Krass. Wer bist du? Ach, der deckt hier von der Seite aus das Lager. Crazy. Was gibt's hier so? Sexuell. Oh, da ist ein Sumpfheil. Alter, wie viel Kräuter es hier gibt. Das ist ein Traum für einen Alchemisten. Der ich ja noch nicht bin. Oh, dahin sind auch nochmal Stufen. Eine Art Tempel? Crazy. Der Heidschild. Ich nenne sie auch gern Penisfische. So. Alles klar, dann reden wir mit dem. Wir klappern wieder erstmal alles ab. Selbes Prozedere wie immer. Logan. Schau an, ein neues Gesicht. Jo. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Kommt drauf an. Wobei brauchst du denn Hilfe? Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nahe. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Nice. Was kriege ich für meine Hilfe? Franco lässt dich hier verschimmeln, wenn du nichts tust. Wenn du ins Lager willst, musst du schon mit anpacken. Nur mit Worten kommst du hier nicht weiter. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du die Viecher ausweiden kannst. Aber bild dir ja nicht ein, dass Franco dich direkt ins Lager schickt. Nur weil wir beide hier ein bisschen Spaß mit Sumpfhaien hatten. Es gibt Leute hier draußen, die warten schon eine ganze Weile darauf, reinzukommen. Und der Nächste, der reinkommt, bin ich. Und wehe nicht. Okay. Nee, das brauche ich nicht. Was gibt's denn im Lager? Die Frage ist doch, was gibt es nicht im Lager? Es gibt doch keine Sumpfhaie, keine Sumpflöcher, keinen Sumpf halt. Stattdessen haben sie Schnaps und der Gold. Hat die Schnauze so voll. Viel ich weiß, haben sie da auch eine Frau. Alles klar? Eine Frau? Geil! Lass uns das Sumpfeuer angreifen. Oh, fuck. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja, ich höre sie. Die Penisfische kommen. Und was machen wir jetzt? Oh, nein. Sie kommen. Sie haben Appetit auf einen Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. Alter. Okay. So, komm mal her, Brudi. Alter, die können laufen. Oh, Gott. Easy. Der klettert auf den Baum. Ja, den erledigst du. Oder mache ich das? Ich habe kein Mana, sorry. Alter. So, das war's. Alter, was da für Geräusche machen, wie Wale, aber nicht wie Haie. Nur tote Sumpfhaie sind gute Sumpfhaie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das. Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Nice, das war easy.
Einen habe ich gemacht, zwei er. Beziehungsweise ich habe zwei gemacht, den einen habe ich aus Versehen getötet. Ups. So, was gibt's hier? Crazy Höhle. Hier pennen sie wahrscheinlich, wa? Oh, da sitzt einer. Tom! Warum sitzt du hier rum? Stille Ecke. Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse. Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich hab für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Esteban? Kenn ich doch irgendwo. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Hä? Das heißt... Ja, aber er ist doch kein Pirat. Warum sollte er denn Angst haben? Ich und dachte, seit dem Überfall versteckst du dich hier. Ich bin zuerst zurück ins Lager und hab Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Ah, okay, verstehe. Und sonst? Sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Alles klar. Gut, dann gehe ich hier mal pennen, weil ich da wieder volles Mana habe. For free. Wobei, ich habe ja jetzt ordentlich Mana-Tränke. Alles klar, wir müssen irgendwie jetzt auf Franco mal treffen. Gut, dann sind wir hier fertig. Falls es Franco hilft, dass wir Tom verpetzen, GG. Instant verraten. Weidenbeeren. Geil. Geht ab. So, Franco. Mich verwirren hier die Viecher, die hier ab und zu sind. Die scheinen ihr Lager nicht ausreichend gesichert zu haben. So, Alter, aber krasse Mammutbäume gibt's hier, ey. Krasse Mammutpflanzen. So. Hier lang. Was haben wir hier? Oh, hier geht einiges. Alles klar, das ist Franco bestimmt, wa? Hey, was willst du hier? Willst du ins Lager? Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Alles klar, den in Arsch kriegen. Wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Schick mich jetzt rein. Ne, unter Druck setzen tue ich dir mal nicht. Ich rede dir erstmal mit allen. Guck mal, der eine ist nackt. Das fällt dir ein. Die haben gar keinen Namen, es sind einfach nur Banditen. Ey, wie heißt denn du? Bandit. Geiler Name. Ja, besser als... Genau. Ich sag mal lieber nichts, weil irgendeiner von euch heißt ESO. So, Schleifstein. So. Ramon, du geiler Stecher. Alter, er hat eine krasse Rüstung. Hey, was willst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Geil. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Esteban, wer ist Esteban? Ein Tier zu sein. Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Oh Gott, also noch eine Stufe? Franco, dass Taurus nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Lol. Und Taurus, ist das etwa der Türsteher vom ersten Teil? Taurus? Der Taurus? Ja, der Taurus. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Der Mann, der entscheidet, ob und wann ein neuer Typ aus dem Sumpf ins Lager kommt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ihn von früher kennst. Naja. Eigentlich habe ich ihn getötet. Jeder kennt Taurus. Alle wieder von den Toten. Trotzdem kommst du nicht rein und ich werde ihm nichts ausrichten. Okay. Ich bin der neue Mann. Hey, versuch nicht, mich zu verarschen. Es entscheidet immer noch Franco, wer von euch ins Lager kommt. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ah, warte, das kann ich nochmal fragen. Und? Hast du alles im Griff? Hier ist alles in Ordnung. Es gibt doch nur noch mehr. Solange niemand rein will, der nicht rein soll. Also, es gibt Raven. Der hat einen Bro, seine rechte Hand, Bloodwyn. Die sind die obersten Babos. Dann gibt es Taurus. Der kümmert sich irgendwie darum, dass neue Leute in die Mine reinkommen. Also ist Babo für die Mine. Und Esteban ist der Babo für die Leute kurz vor der Mine. Und Franco ist... Alter, die haben übel das System. So, was soll ich machen?
Das habe ich früher auch immer. Torus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Aha. Okay, du willst eine Chance. Du kriegst deine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Schon gemacht. Zu sehr auf die Pelle. Schon gemacht. Hilf ihm mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Easy. Ich habe Logan geholfen. Okay, du hast gegen die Sumpfhaie gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. So, und jetzt? Also, kann ich jetzt ins Lager? Pass auf. Es gibt nur noch eine Sache, für die ich dich brauche. Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf geschickt. Edgar. Er sollte mir eine alte Steintafel besorgen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Sieh nach, was er treibt und bring mir diese verdammte Steintafel. In den Sumpf. Alter, weißt du, wie groß der ist? Also, wo finde ich diesen Edgar? Willst du den einfachen Weg oder den schnellen? Den schnellen. Ich nehme den schnell. Okay. Geh von hier aus schräg links am Steg vorbei in den Sumpf. Da sind überall Ruinen. Irgendwo dort sitzt er rum. Ich denke mal, er war schlau genug, sich ein Feuer anzumachen. Das wirst du ja wohl finden. Alles klar. Ich wollte ja auch selbst wissen können. Alles klar, Edgar. Genau das habe ich hier lang. Wehe, der sitzt beim Golem. Dann. Der sitzt eh beim Golem. Genau das. Naja. So. Hier sind bestimmt auch viele Haie, die mich mögen. Schwarzer Goblin. Und den kann ich direkt mal wegsnipen. Zack! Da ist bestimmt Edgar. Warum? Was soll der scheiß Goblin hier? Ich kann mal wieder speichern. Sicher, sicher. So. Guck mal, hier ist so Sumpfkraut. Irgendwie, das Sumpfkraut, das schwebt immer. Übel bescheuert. Ah, lecker Pilze. Nice. So, was ist hier? Moin. Habt ihr Edgar gesehen? Bandit. Edgar, der bist ja. Wie läuft's? Du willst wissen, wie es läuft? Ich sag dir, wie es läuft. Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale vollgekotzt. Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Franco, bla 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 bla. Franco schickt mich wegen dieser Steintafel. Hast du sie gefunden? Mann, ich hab sie nicht mal gesucht. Alles, was ich weiß, ist, sie soll in diesem alten Gebäude tief im Sumpf liegen. Oh, jetzt soll ich das holen, oder? Meine innere Stimme sagt mir, Edgar, halt dich fern von alten Gebäuden, die tief im Sumpf liegen. Ich werde meinen Arsch bestimmt nicht für diesen Penner Franco riskieren. Wie ist Franco zum Anführer geworden? Gott, er grinst. Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Okay. Wo ist dieses alte Gebäude noch gleich? Geh einfach links an dem großen Felsen hier vorbei. Nach einer Weile kommst du zu einem weiteren großen Felsen. Da musst du dann links oder rechts dran vorbei. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon zu lange her. Aber die Ruine soll auf einer Art Anhöhe liegen. Ziemlich versteckt zwischen Pflanzen. Vielleicht hast du Glück und du findest sie nicht. Kannst du mir was beibringen? Ich kenne mich mit Blutfliegen, aber ich weiß... Wie ich ihren... Außerdem, wenn du willst, kann ich dir den ganzen Kram beibringen. Umsonst ist hier... Ja, halt die Fresse. So, großer Felsen. Das ist ein Baum. Welcher große Feld? Da ist ein Pilz. Das ist geil. So, ich schätze mal, dieses Gebäude hier ist es nicht. Ist hier irgendwas Tolles? Nee, ich höre aber Goblins. Eine krasse Drohne. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Alter. Der dreckige kleine Scheißgoblin will Stress. Ein Mistvieh. Oh lol. Hey, das war meiner. Egal. Gut. Den haben wir auch weggesnackt. Hat er was dabei? Goblin Krieger. Oh Leute, hier liegen Sachen. Rostiges Schwert. Crazy. Und eine fette Truhe.
Ah, ich habe keine Dietriche, ey. Scheiße. Wie viele Dietriche habe ich? Wieder nur einen, wa? Wo sind meine... Zwei. Na gut. Scheiße. Oh, nice. Nice. Easy. Links, links. Rechts, rechts. So. Oh, Feuernessel. So, also wo ist der krasse Felsen? Ich hab... Was? Oh, hier ist... Alter, wie viel Kraut hier in diesem ganzen Scheißsumpf ist. Die ganze Folge sammle ich nur. Also, der Typ meint, links am großen Felsen vorbei, bis zum nächsten großen Felsen und dann links oder rechts. Ich sehe hier nur Bäume. Der will mich doch verarschen, Alter. Oder ist das hier der große Felsen? Das kann auch sein. Boah. Boah. Komm her, Mädel. Na? Oh, ich höre was. Kommt da noch was? Nee, oder? Nee, ist einfach nur Scheißvieh, was hier so ein Fletschgeräusch. Alter Mädel. Das ist die scheiß Musik, deswegen. So. Chillen die hier rum und stehen auf einmal auf, ey. Ich glaube, es geht los. LOL. Ich habe einen neuen Teleportort entdeckt. Geil. Nice. Dann direkt mal hier aktivieren. So. Medarion, du geile Sau. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Alter, gib mir den nächsten Fokus. Ne? Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig? Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden nice. Tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach, übrigens, nice. Bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Was du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Oh Junge, ich bin eigentlich gerade... Na gut. Ich bin eigentlich gerade mittendrin bei irgendeinem scheiß... Steintafel. Alter, was ist denn los? Ich soll die scheiß Steintafel für Edgar holen. Ihr chillt hier den ganzen Tag, Alter, sonnt euch hier und quasi badet in der Sonne, ja? Tut ihr einen auf Rentner und Kulturerbe hier ergründen? Und ich mach die Drecksarbeit. Mein scheiß Banditen, ey. So. Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Toll. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Jarkendal. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Wo sind die? Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Jarkendal beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Riordian, okay. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Eh nicht. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Okay. Oh ja, hier. Ich habe Lances Leiche gefunden. War nice. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Egal, ich auf bin dich der Nächste, auf, mein du Sohn. Spacko. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Ja, dann komm doch mal mit, aller Mann. Ihr seid Magier. Komm doch einfach mit. Pass auf dich auf. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Der gerät. Wegen Raven. Oh nein, jetzt geht's er wieder los. Er hat eine los, Goldmine, Alter. Und lässt die Gefangenen darin nach Gold schürfen. Das sieht ihm ähnlich. Du musst die Gefangenen da rausholen. Ja doch, ich arbeite dran. Ist echt so, jetzt halt... Hast es ich. Ah. So. Adano. Alles klar. Ja, tschüss. Er ist auch schon genervt, der Typ. So, Riordian. Geiler Boy. Ihr seht alle gleich aus. Alter, könnt ihr euch mal anmalen oder so? Oder ausziehen, anders kleiden, was weiß ich, Myxi, Alter. Alle bleich, braune Haare und Bart. Es ist der Hammer. Nur Saturas. So, Medarion. Alter, hallo. Die sehen alle gleich aus.
Das sind es einfach die Zwillingsvereinigung vom Herrn, ey. Ist das irgendwie so ein Ding, was Adonis euch vorschreibt? Alter, wenn du das bist, dann raste ich aus. Der Einzige, der anders aussieht, wa? Satra. Hä? Da hinten ist einer. Alter, ist das eine Scheiße mit der Kacke. Weh, du bist nicht Riordian. Du siehst anders aus. Ja, geil. Jetzt weiß ich, wer Riordian ist. So, Satoras schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Yarkandar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Schön. Dann go. Alter, ich frag dich, Alter. Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Im Canyon. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Also sind die alle so eingebaut? Okay, alles klar. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Ja, mache ich hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns Montag wieder, liebe Kinder. In alter Frische. Bis dann, haut rein. Viel Spaß. Schönes Wochenende.